Ist Meditieren eigentlich nur overhyped oder funktioniert das wirklich? Und wenn ja, wie schnell kann man Meditieren eigentlich lernen? Ich mache für euch das Experiment und werde jetzt in 6 Tagen versuchen, Meditieren zu lernen und werde euch dann zeigen, was dabei herausgekommen ist. Meditation bezeichnet eine Gruppe von Geistesübungen, die in verschiedenen Traditionen seit Jahrtausenden überliefert sind und seit dem 20. Jahrhundert zunehmend auch in der westlichen Welt in säkularer Weise praktiziert und beforscht werden. Als Meditation wird eine Reihe von Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen bezeichnet. Deren Ziel ist es, einen Zustand innerer Ruhe zu erreichen. Dieser Zustand kannst du dir als gedankenlose Bewusstheit vorstellen. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie man meditiert oder wie man meditieren lernt. Und genau aus dem Grund mache ich jetzt das, was ihr wahrscheinlich alle machen würdet. Und zwar, ich werde einfach mal in Google eingeben und in YouTube eingeben, ja, wie man meditieren lernt und werde mir dazu erstmal ein bisschen Content reinziehen. Heute das erste Mal meditieren. Ich bin noch etwas müde, es ist noch vormittags, aber ich werde mich jetzt hier einmal auf den Teppich setzen und jetzt meine allererste Session machen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch gleich mitteilen, was ich gemacht habe und vor allem, wie es sich auch angefühlt hat und was es gebracht hat. Erste Session ist durch und ich muss sagen, ich fühle mich jetzt gerade schon sehr entspannt und auch voller Energie. Allgemein bin ich jemand, ich tue mir extremst schwer, still zu sitzen. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch auch. Aber das ist auch mein allererster Tipp, den ich bei meiner Research über Meditieren lernen gelernt habe. Und zwar, fangt langsam an. Selbst wenn ihr wirklich nur mit so 2-3 Minuten Sessions oder so anfangt. Aber wichtig ist, dass ihr einfach mal anfangt und ihr werdet sehen, und da bin ich auch gespannt, wie sich das bei mir jetzt entwickelt. Ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass es von Mal zu Mal immer und immer besser wird. Session Nummer 2 ist durch und ich erzähle euch genau jetzt wieder den Tipp, den ich heute selbst angewandt habe. Und zwar, der Tipp ist, fokussiere dich auf deinen Atem. Und zwar kann ich euch hier jetzt folgenden Tipp geben. Und zwar, wenn ihr einatmet, denkt ihr an lass und wenn ihr ausatmet, an los. Klingt vielleicht ein bisschen komisch oder lustig für den einen oder anderen, aber probiert das Ganze mal aus. Wenn ihr mal 1 bis 2 Minuten ruhig da sitzt, dann achtet wirklich mal auf euren Atem und atmet tief ein, schön in die Lunge, auch mal schön in den Bauch und beim Ausatmen los. So, kriegst du deine negativen Gedanken weg und ich fühle mich jetzt schon mega, mega entspannt, aber auch energiegeladen. Session Nummer 3 ist hiermit durch und ja, ich habe das Ganze jetzt wirklich immer am Vormittag gemacht und das ist nämlich auch mein Tipp Nummer 3 an euch. Schaut, dass wenn ihr meditiert, das Ganze wirklich zu einer Gewohnheit macht, weil am Anfang sich irgendwie hinzusetzen, Augen zuzumachen, auf den Atem zu hören und so, natürlich ist das für den einen oder anderen vielleicht komisch, aber ich merke jetzt schon nach dem dritten Tag so, es wird langsam zur Routine und ich weiß, wenn ich das Ganze jetzt wirklich 6-7 Tage durchziehe, ich in ungefähr, ja, 14 Tagen oder noch eine Woche drauf das Ganze sowieso schon fest in mein Leben so eingebaut habe, das einfach als Routine so eingebaut ist, wie morgens einen Kaffee trinken. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, baut das Ganze als Routine mit ein. Aber mein Tipp Nummer 4 jetzt an dieser Stelle ist, du kannst nichts falsch machen. Ich glaube, dass viele einfach immer wieder denken, dass Meditieren irgendwie eine Kunst ist oder dass es super schwierig ist und so weiter und sie das deswegen nicht machen. Aber genau so ist es nicht. Ich will euch ja mit diesem Video auch zeigen, hey, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mir das Wissen selbst angeeignet
und setze das Ganze um. Und ich muss sagen, wir haben jetzt Tag Nummer 4 und es wird wirklich für Tag immer besser. Mir fällt es einfacher, dass ich mich hinsetze und ruhig bleibe. Ich merke auch mittlerweile schon, dass ich allgemein in der Arbeit konzentrierter bin und so weiter. Also es wird Step by Step besser und wie gesagt, du kannst nichts falsch machen. Session Nummer 5 ist durch und hiermit gibt es natürlich auch wieder Tipp Nummer 5 und zwar entwickle ein Bewusstsein für dich. Also wir haben den ganzen Tag irgendwelche, unsere Gedanken irgendwie in der Zukunft, denken an irgendwelche Probleme, denken an die Vergangenheit, fühlen uns wegen irgendwelchen anderen Menschen schlecht und so weiter. Und das Wichtige hier beim Meditieren ist, einfach mal diese ganzen Sachen auszuschalten und einfach nur deinen Körper bewusst wahrzunehmen. Was hörst du gerade? Du musst so ein bisschen dein Herz, spür deinen Herzschlag, spür deinen Atem und so weiter. Dann bist du genauso im Hier und Jetzt. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir sind immer mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit und ganz selten nehmen wir das Hier und Jetzt wahr. Und dieses Bewusstsein musst du entwickeln und das hat mir heute ja nochmal einen richtig großen Schritt weitergeholfen. Die letzte Session des Selbstexperiments ist durch, Session Nummer 6 und hiermit gibt es natürlich auch wieder den Tipp Nummer 6. Und zwar werde Beobachter deiner Gedanken. Während du ja beim Meditieren sitzt, brauchst du ungefähr 1-2 Minuten, um so ein bisschen runterzukommen. Dann achte mal so ein bisschen auf deinen Atem, wie ich es dir beschrieben habe. Und wenn du das dann wiederum ein paar Minuten gemacht hast, kannst du wirklich mal so aus deinem Körper rauszoomen und dich selbst betrachten. So, was denkst du? Sind die Gedanken richtig oder falsch, die du denkst und so weiter, dass du dich einfach mal ganz neutral von oben betrachtest und du wirst sehen, du machst dir über Dinge Gedanken oder machst Dinge zu Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sind. So, du bist bloß so in diesem Problem meistens verschachtelt, weil du nie rauszoomst, weil du nie Zeit für dich nimmst und das fand ich heute sehr, sehr spannend. Mein Fazit ist, nach diesen 6 Tagen, ich bin auf jeden Fall nach dem Meditieren entspannter gewesen und ich konnte mich wirklich auch bei der Arbeit allgemein viel, viel besser konzentrieren. Was für mich wirklich spannend war, allein so nach dem 3., 4. Tag wurde es für mich tatsächlich schon so ein bisschen zur Routine und ich werde das Ganze natürlich jetzt auch beibehalten. Und wenn ihr Lust drauf habt, dass ich nochmal ein Update-Video mache, wenn ich jetzt 30 Tage voll habe, also 30 Tage lang meditiert habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare und abonniere auch auf jeden Fall diesen Kanal hier, um das Video dann dementsprechend auch nicht zu verpassen. Ansonsten hoffe ich, dir hat dieses Selbstexperiment gefallen. Wenn ja, gib dem Video einen Daumen nach oben. Wie gesagt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.